Bei 30 Grad im Schatten haben wir uns heute ins Schafbergbad getraut. Und was geht hier ab? Ein Flirtcheck. Mal schauen, wie die jungen Burschen heutzutage so drauf sind. Bewaffnet mit zwei Sonnencremen, es ist die Aufgabe, hübsche junge Mädels zu finden, die sich von ihnen ein Herzchen auf den Bauch malen lassen. Also mal schauen, wer die mutigen Kandidaten werden. So, ihr zwei kriegt jetzt eine Sonnencreme von mir. Wie heißt du denn? Ivan. Und du auch? Wie heißt du? So, Tommy und Ivan, steht's mal auf. Hauptschule. Eure Aufgabe ist jetzt, so schnell wie möglich drei Mädels zu finden, die sich ein Herzchen von euch mit dieser Sonnencreme auf den Bauch malen lassen. Auf drei geht's los. Ja. Drei, zwei, eins, los! Ja, es muss ein Herz sein, es muss ein Herz sein. Ja, man sieht schon. Warte. Buka! Was ist das? Zwei, wie ist denn der Auf Schule! Ja, mein Gewinner! Du hast eindeutig jetzt ziemlich schnell gewonnen. Ist es für dich einfach, Mädels anzuquatschen? Ja. Und warum? So. Ich trau mich alles. Gleich so im Bad Mädels anzuquatschen. Hauptschule! Ich muss man einfach mit den Akkord schon normal reden einfach. Und dann funktioniert das, sagst du? Ja. Ja, ja, das sind eh schon viele Mädchen. Welche gefällt dir am besten? Worauf schaust du denn bei Mädels? Auf Arsch. Ja, was ist so? Nein, auf Gesicht ist das Wichtigste. Charakter. Gesicht und Charakter. Warum denn der Charakter? Was war mit deiner Tussi? Lässt man sich gern mal ein Herzchen draufmalen? Ja, ist lieb. Findet man hier einfach einen Mann? Glaubst du, es ist ein guter Ort für Singles, um irgendwie den Mann fürs Leben zu finden? Ja, schon der beste Ort, ja. Und warum gerade das Schwimmbad? Keine Ahnung. Naja, gibt's viel Auswahl. Also an alle flirtlustigen Singles da draußen, auf ins Bad mit euch, hier geht ihr nicht alleine nach Hause.